Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wer sind die 144.000? Was sagt uns die Bibel über Schutz vor dem Tag des Herrn? Was ist mit dem Tag des Herrn gemeint? Wann wird dieser Tag des Herrn beginnen? Wie lange wird er dauern? Ist der Tag des Herrn etwas anderes als die große Trübsal? Was für eine Verbindung besteht zwischen dem Tag des Herrn, den 144.000, den zwei Zeugen, der großen Trübsal, den vier Reitern der Apokalypse, den himmlischen Zeichen? Wir hatten ja in den letzten Predigten bereits über die vier Reiter der Apokalypse gesprochen und wir hatten auch bereits schon über die große Trübsal gesprochen. Und ich hatte ausgeführt, dass die vier Reiter der Apokalypse beginnen werden zu reiten und sie werden für den Tod von einem Viertel der Menschheit verantwortlich sein. Das alleine sollte uns zu denken geben, denn es gibt nach wie vor die Idee, dass der erste Reiter der Apokalypse, der also auf dem weißen Pferd reitet, keine religiöse Verführung darstellt, wie dies die Bibel deutlich zeigt, sondern angeblich den Sieg des wahren Christentums über die Mächte der Finsternis beschreiben soll. Diese weit verbreitete Idee ist total verkehrt. Wenn es richtig wäre, und wir hatten ja bereits gesehen, dass bereits zu den Zeiten der neutestamentlichen Apostel die Verführung begann. Die Verführung, dass ein falsches Evangelium gepredigt wurde, dass ein falscher Jesus Christus gepredigt wurde, dass aber diese Verführung weitergehen würde, die ganzen Zeiten hindurch, in den vier Reitern der Apokalypse zunächst einmal beginnen würde zu gipfeln. Und dann würden weiterhin religiöse Verführungen und Kriege fortschreiten. Wenn also diese Idee richtig wäre, dass der erste Reiter den Sieg des wahren Christentums versinnbildlicht, wie erklären Sie sich dann die Kreuzzüge? Wie erklären Sie sich dann die Inquisition, wo Tausende, vielleicht Millionen von Menschen, die unschuldig waren, umgebracht wurden? Und nicht nur von der katholischen Kirche. Wie dies letztens von einem evangelischen Pfarrer deutlich gemacht wurde, der hat ein Buch veröffentlicht, war auch die evangelische Kirche sehr daran beteiligt, dass unschuldige Menschen des Hexentums, des Dämonismus denunziert wurden und wurden dann umgebracht, gefoltert, gemartert, um dann weitere Informationen zu erhalten. Martin Luther hat ja bekannterweise zunächst einmal versucht, die Juden zu bekehren. Und als er das nicht schaffte, dann wurde er sehr polemisch, hat Bücher geschrieben, Schriften geschrieben gegen die Juden, gegen die Sabbatarier, gegen alle, die den Sabbat hielten. Und man weiß ja, dass Adolf Hitler ideologische Ideen aus den Schriften Martin Luthers erhalten hat. Denn der Antisemitismus ist ja nicht von Martin Luther oder auch von Adolf Hitler erfunden worden. Den gab es schon lange. Den gibt es auch heute noch. Den wird es auch weiterhin geben. Wie ich ja bereits gezeigt habe, die große Trübsal wird sich gegen die richten, unter anderem auch, die den Sabbat halten. Juden sowohl als auch wahre Christen. Schauen Sie, die ganze Idee, dass der erste Reiter der Apokalypse in irgendeiner Form den Sieg des wahren Christentums beschreiben würde, ist eine totale irreführende Idee, ein Irrweg, eine Irrlehre. Und diejenigen, die diese Lehre verkünden, die meinen sehr aufrichtig möglicherweise, dass das so sei. Sie sind aber in aufrichtiger Weise verführt. Und wenn sie das glauben, sind sie ebenfalls verführt. Und es ist manchmal sehr schwierig, Verführung abzulegen. Auch wenn man die Wahrheit erkannt hat, die Wahrheit dann auch zu akzeptieren und danach zu leben, und sie zu lehren. Und so halten sich Menschen heute krampfhaft an die falsche Idee, dass das wahre Christentum berechtigt ist, Kriege zu führen. Und einige sagen bereits, dass die Inquisition gerechtfertigt sei, dass die Kreuzzüge gerechtfertigt seien, dass die Kriege, die christliche Nationen gegen christliche Nationen geführt haben und auch nicht christliche Nationen, dass die in irgendeiner Form gerechtfertigt seien, wo doch Christus gesagt hat, stecke dein Schwert weg. Jeder, der zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Er hat gesagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen.
Aber einige sagen, und einer hat das letztens sogar noch geschrieben, ja, aber Christus sagte, meinet nicht, ich sei gekommen, den Frieden zu bringen, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Ja, was von einem Schwert war da die Rede? Die Idee, dass Christus gekommen sei, wahre Kriege zu bringen und die Menschen aufzufordern, die ihm folgen, Kriege zu führen, die ist auch wiederum eine totale irrsinnige Idee. Christus sprach von dem Wort Gottes, das mit dem Schwert verglichen wird, und er sagte, meine Lehre wird Zwistigkeiten erzeugen zwischen denen, die mir folgen, und denen, die nach wie vor falschen Ideen anhangen. Davon sprach er, wenn sie ein wahrer Christ sind oder sein wollen, dann werden sie bald erkennen, wie die Lehre Christi, wenn sie sie leben, zu Unstimmigkeiten führen wird in ihrem eigenen Haushalt. Denn viele in ihrem eigenen Haushalt, wie Christus sagt, werden das nicht akzeptieren, werden aggressiv darauf reagieren, werden nicht wollen, dass sie die wahre Lehre leben. Denn sie sind ja mit dem aufgewachsen, was sie nach wie vor so als richtig halten. Und dann wird es zu Zwistigkeiten kommen. Das ist nicht ihre Schuld. Schauen Sie, es ist die Schuld derer, die nach wie vor falschen Ideen anhängen wollen und dann versuchen wollen, sie von der Wahrheit abzuhalten. Aber wie ich sagte, es ist sehr schwierig, Verführung zu widerstehen. Vor vielen Jahren gab es einen Prediger, einen christlichen Prediger, der nachher zu einem Evangelisten wurde und sogar zu einem Apostel, der zu Beginn seiner Bekehrung seiner Schwägerin nachgewiesen hat, dass die Evolutionslehre nicht nur biblisch, sondern auch faktisch aufgrund von geologischen und anderen Aufzeichnungen, Fossilien und so weiter falsch ist. Es wurde dies klar und deutlich dieser Schwägerin nachgewiesen. Das Problem war nur, diese Schwägerin war ein Universitätsprofessor, die Evolution lehrte. Und sie gab es zu. Und sie sagte, ja, ich erkenne an, Sie haben oder du hast die Evolutionslehre an der Wurzel ausgerissen. Sie ist verkehrt. Aber ich kann nicht anders, ich muss sie weiterhin lehren, weil das mein Lebenszweck ist. Und diejenigen, die heute die betrauern, wie zum Beispiel jetzt kürzlich jemanden, der gestorben ist, der die Evolution vertrat, der ein anerkannter und bekennender Atheist war, aber der wurde in der Presse dargestellt als jemand, der die Philosophie und die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe. Schauen Sie, die Welt ist so verkehrt, dass sie Menschen folgt, die gotteslästerliche Lehren verkünden. Man sollte diese Philosophie an den Hut stecken und dann den Hut in den Ozean schmeißen, wo es am tiefsten ist. Aber man will einfach nicht die Wahrheit akzeptieren, weil sie die ganze Existenz in Frage stellen würde. Diejenigen, die heute im Kriegsgeschäft tätig sind. Wenn die erkennen könnten und würden, dass es falsch ist, Krieg zu führen, falsch ist, sich daran zu beteiligen, ihre ganze Lebensexistenz wurde ja natürlich in Frage gestellt. Und das will man keineswegs überhaupt berücksichtigen. Und deswegen ist es so, dass die Menschen heute lieber, natürlich noch in unwissender Weise, weil sie vielleicht die Wahrheit gar nicht so erkannt haben und auch nicht erkennen wollen, weil sie lieber auf den Wegen weiter leben wollen, auf denen sie bereits gewandelt sind, obwohl dies Irrlehren sind, Irrwege, denn die Konsequenzen wären ja zu weitgreifend für sie. Und deswegen sagt uns die Bibel ja auch im 1. Korintherbrief, dass Gott heute nicht viele Weise nach dem Fleisch beruft. Die Philosophen, die Atheisten, die Evolutionstheoretiker, diejenigen, die Kriegsweisen durchführen, überlegen, konstruieren, wie man am besten Kriege gewinnen kann. Alle die würden heute in den meisten Fällen ja gar nicht unbedingt das akzeptieren wollen, was Gott einem sagt. Deswegen beruft er heute nicht viele Weise nach dem Fleisch, sondern er beruft diejenigen, die töricht sind in der Welt, die diese Dinge nicht akzeptieren. Wenn man heute mit Wissenschaftlern über Evolution spricht, man bemerkt da eine gewisse aggressive Reaktion bei denen. Vielleicht sogar noch aggressiver, als wenn man mit anderen Theologen über theologische Dinge spricht. Woran liegt diese aggressive Reaktion? Denken Sie einmal darüber nach. Aber gleichwohl sagt uns die Bibel, das, was töricht ist in der Welt, das hat Gott berufen, damit er letztendlich die Weisen dieser Welt zu Toren machen wird. Das wird noch kommen. Und wir müssen uns davor in Acht nehmen, dass wir nicht weiterhin der Verführung anhangen, egal von wem sie auch kommen mag, sondern dass wir uns auf das konzentrieren, was die Bibel lehrt. Und schauen Sie, wenn wir uns jetzt auf die 144.000
wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns auf die konzentrieren, da gibt es so viele falsche Ideen, wie es vielleicht 144.000 gibt. Nun, das ist ein wenig übertrieben, aber was ich sagen will, ich habe so viele falsche Ideen gehört über die 144.000, wer die sind, was die bedeuten, sodass es an der Zeit ist, uns einmal dies näher anzuschauen. Aber wie gesagt, lassen wir uns auf das ein, was die Bibel uns sagt und nicht auf das, was so einige von sich geben, die wiederum meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und die nicht in der Lage sind und nicht willens sind, das zu akzeptieren, was die Bibel sagt. In Offenbarung Kapitel 6, da lesen wir zunächst einmal über die sechs Siegel, denn wir erinnern uns ja, dem Johannes wurde ein Buch mit sieben Siegeln gezeigt. Und es war Jesus Christus, der die Siegel eines nach dem anderen öffnete. Und die ersten vier Siegel waren die vier Reiter der Apokalypse. Das fünfte Siegel war das Martyrium der Christen, aber auch ein Angriff auf die Nachfahren des alten Hauses Israel und Juda. Das sechste Siegel waren die himmlischen Zeichen, die noch kommen werden. Himmlische Umwälzungen, die einen großen Effekt haben werden auf die Erde. Aber im Lukas-Evangelium wird uns auch gesagt, dass bereits bevor diese himmlischen Zeichen im großen Maße sich entwickeln werden, es bereits schon Vorläufer von himmlischen Zeichen geben wird. Aber nach dem sechsten Siegel, nach diesen himmlischen Zeichen, die ja dann fortdauern werden, wie ja auch die große Trübsalfahrt fortdauern wird bis hin zur Wiederkunft Christi, dann wird hier in Vers 17 der große Tag Gottes, das siebte Siegel, eingeleitet. Und wir lesen hier in Vers 17, es ist gekommen der große Tag ihres Zornes des Vaters als auch des Sohnes. Und wer kann bestehen? Nun, die Bibel schreibt uns an anderen Stellen, wer bestehen kann. In dem Psalm wird gesagt, wer zum Beispiel keine Lüge spricht, wer die Wahrheit lebt, wer zum Beispiel keinen Wucher betreibt und andere Kriterien werden aufgeführt, der kann bestehen. Also wahre Christen können bestehen vor Gottes Zorn, denn Gott ist ja nicht zornig über die Christen. Deswegen ist auch der erste Reiter der Apokalypse mit Sicherheit nicht der Siegeszug des wahren Christentums, denn dann würde ja dieser erste Reiter, wie ich sagte, mit göttlicher Anerkennung teilhaben an dem Tod von einem Viertel aller Menschen. Nein, aber hier geht es jetzt um den Zorn Gottes, weil die Menschen sich nicht bekehren lassen wollen zum wahren Christentum, weil sie nach wie vor von diesem ersten Reiter der Apokalypse beeinflusst sind und Dinge tun, die man nicht tun darf. Aber schauen Sie, jetzt ist gekommen der große Tag des Zornes Gottes. Jetzt wird das siebte Siegel aufgetan. Aber bevor es aufgetan wird, geschieht etwas. Und das ist jetzt wichtig zu verstehen. Denn in Kapitel 7, angefangen Vers 1, wird nämlich jetzt zunächst einmal von den 144.000 gesprochen. Beachten Sie den Zeitpunkt. Es geht um den Zeitpunkt, wenn der große Tag des Herrn beginnt. Dieser große Tag des Zornes Gottes. Aber bevor Gott seine Plagen auf die Erde ausschütten wird, geschieht etwas anderes. Kapitel 7 und Vers 1 im Buch der Offenbarung. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden. Und wie wir sehen werden, diese Engel werden beginnen, den Zorn Gottes auszuschütten über die Erde. Aber hier wird gesagt, wartet damit, tut es noch nicht, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Nun denken wir daran, der Zeitpunkt ist, nachdem die große Trübsal bereits begonnen hat. Der Zeitpunkt ist, nachdem einige der Kirche Gottes bereits am Ort der Sicherheit sein werden. Das hatten wir bereits durchgelesen, durchgesprochen. Hier geht es um eine andere Versiegelung.
Hier geht es um den Zeitpunkt, bevor der Tag des Herrn beginnt. Es geht nicht um die, die bereits schon am Ort der Sicherheit sind. Vers 4. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, jetzt in dem Zeitpunkt, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Also hier wird jetzt deutlich auf die Stämme Israels angespielt. Und es wird gesagt, diese 144.000 werden lediglich aus einigen der Stämme Israels bestehen. Und so heißt es hier, Vers 5, aus dem Stamm Juda, den heutigen Juden, werden 12.000 versiegelt. Aus dem Stamm Ruben, Teile davon befinden sich heute in Frankreich, 12.000. Aus dem Stamm Gad, höchstwahrscheinlich ist damit die Schweiz gemeint, 12.000. Aus dem Stamm Asser, 12.000. Aus dem Stamm Naphtali, 12.000. Aus dem Stamm Manasse, 12.000. Manasse befindet sich heute in den Vereinigten Staaten. Aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000 und aus dem Stamm Josef, da nun Josef zwei Söhne hatte, Ephraim und Manasse, und da bereits Manasse angesprochen wurde, geht es jetzt hier um Ephraim, der sich heute in hauptsächlich Großbritannien befindet. Aus dem Stamme Josef 12.000 und aus dem Stamme Benjamin 12.000 wurden versiegelt. Also hier wird ganz deutlich gesagt, wer versiegelt wird. 12.000 werden versiegelt aus den Stämmen Israels und Judas. Interessant ist, dass Dan nicht erwähnt wird. Der Jakob hatte ja 12 Söhne und Dan war einer der 12. Josef wird hier aufgeteilt in Ephraim und Manasse, aber Dan wird nicht erwähnt. Nun, warum wird Dan nicht erwähnt? Dan hauptsächlich bezogen auf Dänemark und auf Irland, Nordirland. Warum wird Dan wohl nicht erwähnt hier? Warum werden da keine von versiegelt? Und es geht ja um die Knechte Gottes. Wir lesen also hier, dass es Bekehrungen geben wird, dass diese 12.000 aus jedem Stamm bekehrt werden zu der Wahrheit. In dem Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Christi, kurz vor dem Tag des Herrn. Und die werden versiegelt, damit sie die Plagen, die kommen werden, nicht durchmachen müssen. Aber die werden erst im Zeitpunkt versiegelt, nachdem die große Trübsal bereits, wie wir sehen werden, 2,5 Jahre gedauert hat. Nicht vorher. Also irgendetwas geschieht in der großen Trübsal, während der großen Trübsal, die zur Bekehrung dieser Menschen führen wird. Und denken wir daran, dass ja die zwei Zeugen während der großen Trübsal predigen werden. Aber Dan wird nicht erwähnt. Warum nicht? Nun schauen wir uns zum Beispiel eine interessante Stelle an im ersten Buch Mose. Ersten Buch Mose, aber halten Sie Ihren Finger hier in Offenbarung 7, da kommen wir nämlich gleich noch drauf zurück. Aber in ersten Buch Mose, Kapitel 49, lesen wir Vers 1. Jakob, der nachher dann zu Israel wurde, der Vater von diesen 12 Söhnen, Jakob berief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Nun, die Elberfelder Bibel, die ich hier vor mir liegen habe, die schreibt in der Anmerkung, es geht hier um das Ende der Tage. Es geht um die Endzeit. Und viele Bibeln übersetzen dies auch so. Es geht um die Endzeit. Es geht hier um eine Prophezeiung, die Jakob oder Israel den Nachfahren seiner Söhne kundtut, was zur Endzeit geschehen wird. Und nun lesen wir in Vers 18, oder fangen wir mit Vers 17 an, da geht es nämlich um Dan. Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege und eine Otter auf dem Steige und das Pferd in die Fersen beißen, dass sein Reiter zurückfalle. Es geht also hier auch schon ein bisschen um kriegerische Aktivitäten. Es geht auch darum, wie man das aus der Geschichte nachweisen kann, dass die Daniter, wo immer die hingezogen sind, ihren Namen, Städten, Flüssen und so weiter gegeben haben. Und so haben wir heute noch Namen, die auf die Daniter hinweisen, wie zum Beispiel Dnieper oder Donau oder auch Dänemark. Aber es heißt dann hier in Vers 18, Herr, ich warte
auf dein Heil. Ich warte auf deine Errettung. Um es auf die Endzeit zu beziehen, ich warte auf deine Versiegelung, auf deinen Schutz, der würde vor der Wiederkunft Christi scheinbar nicht erfolgen. Warum nicht? Warum nicht? Warum würde Gott nicht in der Lage sein, vor der Wiederkunft Christi 12.000 aus dem Stamm Dan zu berufen und zu versiegeln? Nun schauen wir uns einmal an, geschichtlich, was geschehen ist mit den Danitern. Zunächst im 5. Buch Mose, Kapitel 29. 5. Buch Mose, Kapitel 29, die Verse 17 bis 20. Hier sagt uns Gott deutlich, was er von seinem Volk erwartet. Auch damals schon von den alten Israeliten und natürlich auch von den modernen Israeliten. Ob sie jetzt bekehrt sind oder nicht, schauen Sie, das steht alles in der Bibel. Das kann jeder lesen. Da kann jeder darauf reagieren, wenn er will, wenn er wollte. Vers 17 in 5. Mose 29. Lasst ja nicht einen Mann oder eine Frau, ein Geschlecht oder einen Stamm unter euch sein, dessen Herz sich heute abwendet von dem Herrn, unserem Gott, dass jemand hingehe und diene den Götzen dieser Völker oder den Göttern dieser Völker. Lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die da Gift und Wermut hervorbringt. Lasst niemand, der die Worte dieses Fluches hört, sich dennoch in seinem Herzen segnen und sprechen, mir wird es wohlgehen, auch wenn ich wandle nach meinem verstockten Herzen, damit nicht fortgerafft werde das Wasserreiche mit dem dürren Land. Einem solchen Mann wird der Herr nicht gnädig sein, sondern sein Zorn, denken wir an den Tag des Zornes Gottes, sein Zorn und Eifer wird entbrennen gegen ihn. Und es werden sich auf ihn legen alle Flüche, die in diesem Buch geschrieben sind. Und seinen Namen wird der Herr austilgen unter dem Himmel und wird ihn zum Unheil absondern aus allen Stämmen Israels, nach allen Flüchen des Bundes, der in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben ist. Sie würden abgesondert werden von den anderen Stämmen. Sie würden nicht Schutz erhalten von Gott. Warum? Aufgrund ihres Götzendienstes. Und gerade Dan war jemand, der sich sehr mit Götzendienst beschäftigt hat und dies auch heute noch tut. Vielleicht sogar mehr als die anderen Stämme Israels, des modernen Israels. Schauen wir uns einmal Richter Kapitel 18 an. Und dieser Götzendienst, von dem hier die Rede ist, hat eine solche katastrophale Auswirkung gehabt, dass scheinbar sogar der Sohn Mose davon berührt wurde und zu einem Götzendiener wurde. Der Sohn des Mose, man muss sich das einmal vorstellen. Richter, Kapitel 18 und Vers 30. Da heißt es, und die Daniter richteten für sich das Schnitzbild auf, ein Götzenbild. Und Jonathan, also das wäre dann der Enkel des Mose, Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose. Der Mose hatte ja zwei Söhne, der eine Sohn war Gershom. Hier geht es also jetzt um den Enkel, also um den Sohn des Gershom. Und seine Söhne waren Priester im Stamme der Daniter, aber die hatten kein Recht dazu, denn nur die Leviten hatten ja das Recht dazu, die von Aaron abstammten. Im Stamme der Daniter, bis auf die Zeit, dass sie aus dem Lande gefangen weggeführt wurden. Also hier scheinbar hat sogar der Enkel des Mose, der Sohn des Gershom, teilgehabt an diesem Götzendienst, der von den Danitern betrieben wurde, bis die ganze Zeit hindurch, bis die Versklavung dann der Israeliten stattfand. Also das ist eine Andeutung darauf, warum heute Gott die Daniter bis zur Wiederkehr Christi nicht schützen kann, weil sie sich nicht beschützen lassen wollen, weil sie nämlich von ihrem Götzendienst nicht ablassen wollen. Und wir werden noch sehen, wenn Gott die Plagen ausschüttet über diese Welt, die werden nach wie vor ihren Götzendienst weiterverfolgen wollen. Und wenn ich von Götzendienst spreche, meine ich damit alles, was der wahren Anbetung Gottes zuwiderläuft. Götzendienst kann alle möglichen Dinge mit umfassen. Die Bibel sagt, Geldgier zum Beispiel ist Götzendienst. Es geht natürlich auch um die Anbetung von sogenannten Heiligen. Es geht um die Anbetung
einer Jungfrau Maria, von der man ausgeht, dass sie jetzt im Himmel eine Himmelskönigin sei, obwohl die wahre Maria, die Mutter Jesu Christi, gestorben ist, im Grab liegt. Nirgendwo sagt die Bibel, sie sei in den Himmel aufgeführt oder eingegangen. Alles das ist Götzendienst, wenn man das richtig versteht, weil es nicht mit der wahren Anbetung Gottes, des Vaters und Jesu Christi im Einklang steht. Kehren wir zur Offenbarung, Kapitel 7 zurück und schauen wir uns noch einmal an genauer, was hier gesagt wird. Wer diese 144.000 sind, was mit denen geschieht. Es heißt in Vers 3, tue der Erde und dem Meer keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Was ist mit dieser Versiegelung gemeint? Bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Nun schauen wir uns eine Parallelstelle an in Offenbarung Kapitel 14 und Vers 1. Da wird nämlich wieder auf 144.000 eingegangen. Und da wird gesagt in Kapitel 14 und Vers 1, und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Also wir sehen, dass die Versiegelung der 144.000 an den Stirnen etwas zu tun hat mit dem Namen, den sie tragen würden. Nun, was ist mit dem Namen gemeint? Was für einen Namen würden sie tragen? Mit welchem Namen würden sie versiegelt? Nun schauen wir uns an, was Jesus Christus im Johannesevangelium im 17. Kapitel sagte, in seinem hohepriesterlichen Gebet, kurz vor seiner Verhaftung. Johannes Kapitel 17. Fangen wir mit Vers 9 an, um den Zusammenhang zu lesen. Das ist das, was Jesus Christus zu dem Vater betete. Schauen wir, er war dabei, verhaftet zu werden. Er wusste, dass die Häscher kommen würden, ihn zu verhaften. Er wusste, dass er durch diese furchtbaren, traumatischen Ereignisse gehen müsste, dass er gefoltert werden müsste, gemartert werden müsste, dass er verspottet werden würde, dass er geschlagen werden würde, dass er ans Kreuz genagelt werden würde, dass er für uns sterben würde. Das war ihm alles bekannt. Und gleichwohl achten wir auf das, worauf er sich in diesem Zeitpunkt konzentrierte. Er sagt hier in Vers 9, ich bitte für sie. Er bat für die Jünger. Ich bitte für sie. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Wie ich des Öfteren gesagt habe, niemand kann zu Christus kommen. Und Christus ist der einzige Weg zum Heil. Es sei denn, dass der Vater einen zieht. Also wir sind das Eigentum Gottes des Vaters und er gibt uns zu Christus sozusagen, damit wir sein Opfer anerkennen, damit wir ihn in uns leben lassen, damit wir ihn als unseren Hohepriester, unseren barmherzigen Hohepriester anerkennen, zu dem Vater beten, aber im Namen Jesu Christi, damit Christus bittend, indirekt für uns einzutreten. Schauen Sie, sie sind dein, sagt Gott hier oder Christus, aber du hast sie mir gegeben. Vers 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Also seine Gedanken, die hatten sich nicht mehr mit dem zu beschäftigen, was jetzt in der Welt vor sich ging. Sie aber sind in der Welt. Und wir sind alle heute noch in der Welt. Wir sind nicht von der Welt, sollten es zumindest nicht sein, aber wir leben noch in der Welt und haben mit den Problemen dieser Welt uns zu beschäftigen. Ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Seine Kirche würde im Namen Gottes erhalten bleiben. Und so heißt unsere Organisation auch die Kirche des ewigen Gottes. Und es geht darum, dass wir alle eins werden. Eins werden in Gesinnung. Nicht ein Wesen werden. Gott, der Vater und Jesus Christus waren nicht ein Wesen. Aber sie waren eins in Gesinnung. Er sagt ja, sie sollen eins werden, wie wir, Gott, der Vater und Jesus Christus, eins sind. Die hatten eine Vorstellung, einen Plan, eine Zielrichtung. Die lebten in totaler Einigkeit, in Harmonie, in Frieden. Und wenn heute Mitglieder der Kirche Gottes nicht in Frieden miteinander leben,
dann liegt es daran, dass sie nicht eins genug sind mit Gott. Denn wenn sie eins genug wären mit Gott, dann wären sie auch eins untereinander. Schauen Sie, diejenigen, die Krieg führen wollen, es geht jetzt nicht nur um den Krieg unter Nationen. Es geht auch um Krieg untereinander. Die haben noch nicht begriffen, dass Streit, dass Krieg niemals zur Lösung unserer Probleme führen kann. Im Gegenteil, Krieg, Streit, Zank wird nur noch zu weiterem Krieg, Streit, Zank führen. Was sagt uns die Bibel? Der Streit wird mit einem Damm verglichen. Und es heißt, öffne den Damm nicht, damit da nicht Wasser herauskommt, denn letztendlich wird dann das Wasser so eine Gewalt haben, dass der ganze Damm zerbricht. Lasse vom Streit ab, heißt es, noch bevor er beginnt. Das Problem ist, dass wir das nicht tun. Das Problem ist, dass wir zum falschen Zeitpunkt falsche Dinge sagen. Ich hatte ja letztens eine Predigt gegeben, bevor man spricht. Aber die meisten tun das nicht. Die meisten sprechen erst und dann überlegen sich vielleicht, was sie gesagt haben, aber dann ist es bereits zu spät. Mit anderen Worten, man hätte nie etwas sagen sollen, was zu einem Streit, zu einem Zank, zu einem Zwist führen könnte. Aber dann, wie ist die Reaktion? Derjenige, der jetzt diese Worte hört, der meint, er müsste da jetzt etwas sagen. Er müsste darauf reagieren. Und so wird natürlich dann der Streit weiter fortgeführt. Manchmal ist es wichtig zu schweigen. In einem solchen Augenblick ist es immer wichtig zu schweigen. Ist es niemals gerechtfertigt, darauf zu entgegnen, weil das weiterhin zum Krieg führt. Schauen Sie, auch die richtigen Kriege, die werden ja mit Worten begonnen. Mit Propaganda, aber auch mit Worten, mit Missverständnissen. Mit dem Recht, seinem Recht beharren zu wollen. Paulus sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, als dass ihr selbst Unrecht anderen gegenüber begeht? Das ist das Prinzip. Wir lesen und werden das in den nächsten Predigten tun, dass das Tier, dieser charismatische, politische, wirtschaftliche, politische, militärische Führer, der wird Krieg führen, heißt es, mit den Heiligen. Wie werden die Heiligen reagieren? Christus sagte uns an dieser Stelle, hier ist die Geduld, das Ausharren und das Wort Christi vonnöten. Christus, der uns gesagt hat, tu das Schwert weg. Christus, der uns gesagt hat, warte auf Gott. Lasst Gott eure Kriege führen. Harret aus. Wenn ihr so lebt, wie es wohlgefällig ist in Gottes Augen, dann werdet ihr von ihm Schutz erhalten. Ihr braucht nicht selbst zum Schwert zu greifen. Denn wenn ihr es tut, dann werdet ihr durch das Schwert umkommen. Und mit dem Schwert kann auch unsere Redeweise gemeint sein. In der Geschichte der Kirche hat es viele Episoden gegeben, wo ursprünglich wahre Christen nicht zum Schwert gegriffen haben. Man sagt zum Beispiel, dass die Paulizier ursprünglich Pazifisten waren. Aber dann, durch die Verführung, durch die negativen heidnischen Einflüsse, wurden sie zu einer kriegerischen Gruppe. Viele haben dann zum Schwert ihre Zuflucht genommen, haben nicht mehr auf Gott vertraut. Die Waldenser, das gleiche Beispiel, ursprünglich haben auch die total gegen Krieg gepredigt. Aber dann, als die katholische Kirche begann, sie mit Waffengewalt zu verfolgen, dann haben einige gemeint, sie müssten jetzt auch sich mit dem Schwert verteidigen. Und so hat es dann eine Spaltung gegeben unter den Waldensern damals. Diejenigen, die nach wie vor Pazifisten blieben, die anderen, die jetzt kriegerische Methoden anwandten. Und heute gibt es noch Waldenser. Aber die sind so Teil der protestantischen Idee geworden, die halten auch den Sabbat nicht mehr, den sie einmal gehalten haben, dass man keinerlei Unterschied mehr feststellen kann zwischen denen und dem orthodoxen Christentum ganz allgemein. Schauen Sie, auch das ist wichtig zu verstehen. Sie hatten begonnen, die Wahrheit in gewisser Weise abzulehnen. Und wenn man das tut, ein Schritt nach dem anderen, wird man die gesamte Wahrheit verlieren. Deswegen ist es wichtig, bei dem konsequent zu bleiben, was man verstanden hat. Also Christus hat gebetet, dass Gott seine Jünger im Namen Gottes erhalten würde. Und so wurden sie jetzt versiegelt und hatten jetzt
den Namen Gottes auf ihren Stirn. Andeutend, dass das Siegel Gottes jetzt auf ihren Stirnen war, dass sie jetzt zu Gott gehörten und dass sie von daher den Schutz Gottes erhalten würden. 144.000, das ist noch Zukunft. Das ist nicht bereits geschehen in der Vergangenheit. Das wird erst noch geschehen, kurz bevor der Tag des Herrn beginnt. 8. wir jetzt noch einmal auf die Aussagen, die hier getroffen werden. Und ich habe hier einige Punkte mir niedergeschrieben, um das noch einmal deutlich zu machen. Erstens, keiner der 144.000 ist heute bereits versiegelt. Zweitens, die 144.000 werden in der Zukunft versiegelt, nach der großen Trübsal. Drittens, die 144.000 werden versiegelt, um vor den Plagen des Zornes Gottes beschützt zu werden. Viertens, die 144.000 sind Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda. Es sind physische Israeliten oder Juden, die zu dem Zeitpunkt am Leben sein werden, wenn sie versiegelt werden. Fünftens, 12.000 aus jedem Stamm des Hauses Israel und Juda werden versiegelt werden, aber nicht der Stamm Dan, aber dafür wird Josef erwähnt und Manasse, mit anderen Worten dann der andere Sohn von Josef, nämlich Ephraim. Der nächste Punkt, weil also die 144.000 erst kurz vor dem Tag des Herrn versiegelt werden, müssen sie zunächst einmal durch die große Trübsal. Also die werden nicht vor der großen Trübsal bewahrt. Die werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Die müssen zunächst einmal durch diese große Trübsal, werden in der großen Trübsal geläutert werden, werden in der großen Trübsal zur Bekehrung kommen, damit sie den Schutz erhalten können, dann versiegelt zu werden, um die Plagen des Tages des Herrn nicht durchmachen zu müssen. Aber hier wird noch mehr gesagt. Denn einige haben auch richtig die berechtigte Frage gestellt, ja nun gut, da werden also jetzt nur Israeliten versiegelt, ist dann Gott wiederum, wie einige so das meinen, jemand, der die Person ansieht, aber Gott sagt uns, er sieht die Person keineswegs an. Und Paulus sagt uns ja auch deutlich, heute gibt es eigentlich den Unterschied zwischen Israeliten und Nicht-Israeliten oder Heiden nicht mehr im geistlichen Sinne. Also versiegelt Gott jetzt nur Israeliten? Nun lesen wir einmal weiter, was hier in Offenbarung 7 geschrieben steht, in Vers 9. Nachdem also jetzt 144.000 versiegelt worden sind, was ist jetzt mit den anderen Menschen? Müssen alle die jetzt die Plagen des Tages des Herrn erleiden? Danach sah ich, sagt er hier, und siehe eine große Schar, die niemand zählen kann. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Also es geht hier nicht mehr um Israeliten. Jetzt geht es um alle Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern. Das also ihre Gerechtigkeit symbolisiert. Und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und einige Kommentare sagen uns, das könnte ein Hinweis sein auf das Laubhüttenfest. Denn da wurden nämlich Palmzweige benutzt. Und auch auf die Tatsache, dass man Jesus Christus anerkennt, denn damals, als Christus in Jerusalem reinritt mit seinem Esel, auf seinem Esel reitend, da hatten die Juden Palmzweige in ihren Händen und sprachen Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Also die hatten Palmzweige in ihren Händen. Und die riefen mit großer Stimme, Vers 10, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Symbolisieren die Tatsache, dass sie jetzt Gott, den wahren Gott und Jesus Christus anerkannt haben und erkannt haben, dass das Heil nur bei Christus und Gott dem Vater ist und nirgendwo sonst. Und so lesen wir hier. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron und auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Vers 12, Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber auch hier geht es hier um eine Symbolik.
Einige sagen, ja, das zeigt also, dass die jetzt im Himmel sind. Das zeigt es keineswegs. Schauen Sie, es sind ja hier Dinge, die auf Erden geschehen. Das wird hier symbolisch so dargestellt, dass die jetzt vor Gott anbeten. Die sind jetzt mit weißen Kleidern angetan. Es geht um den Zeitpunkt kurz vor dem Beginn des Tages des Herrn. Wir wissen ja, dass alle, die gestorben sind, nach wie vor in ihren Gräbern liegen und schlafen und auf die Auferstehung von den Toten warten. Und diejenigen, die in Christus gestorben sind, die werden auferstehen, wenn Christus zurückkommt, nicht zuvor. Also die sind keineswegs hier im Himmel. Aber lesen wir weiter in Vers 13. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Vers 14. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Schauen Sie, wie auch die 144.000 sind auch diese Menschen, diese große Menge, die aus allen Nationen und Sprachen kommen, in der großen Trübsal bekehrt worden, haben in der großen Trübsal das Blut Jesu Christi, das Opfer Jesu Christi angenommen, dadurch ihre Sünden vergeben bekommen. Die sind aber aus der großen Trübsal herausgekommen. Um herauszukommen, mussten sie zunächst einmal hineingehen. Also es geht auch hier wiederum um den Zeitpunkt der Versiegelung, nachdem die große Trübsal begonnen hatte, kurz vor dem Tag des Herrn, des siebten Siegels, das geöffnet wird. Vers 15, und darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Da sagen einige, da heißt es aber nun doch, dass sie im Himmel sind und ihm dienen. Es steht ja gar nicht, dass sie im Himmel sind. Schauen Sie, auch hier wird deutlich, zunächst einmal, es ist eine Symbolik hier, wie auch die Seelen unter dem Altar gesprochen haben. Wir wissen, die haben in Wirklichkeit nicht gesprochen, die sind nach wie vor tot. Aber auch abgesehen davon, hoffentlich sind auch sie Tag und Nacht heute vor dem Thron Gottes. Denn jedes Mal, wenn sie beten, erscheinen sie vor dem Thron Gottes im Himmel. Aber sie sind nach wie vor hier auf Erden. Es geht hier um, dass diese Menschen zu Gott jetzt beten, dass sie in Gott ihren Erlöser sehen, der sie beschützt, der sie beschützen kann. Das sind nicht diejenigen, die zum Schwert greifen, um sich selbst zu verteidigen. Schauen Sie, auch die zwei Zeugen haben das Schwert nicht notwendig. Gott ist mit ihnen, Gott kämpft für sie. Wenn sie etwas sagen, dann wird Gott es durch sie zu Wege bringen. Wenn Gott auf unserer Seite ist, meine Damen und Herren, liebe Freunde, dann brauchen wir kein Schwert. Wenn wir zum Schwert greifen, dann wird Gott nicht auf unserer Seite sein. Vers 16, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die haben ihre Lektion gelernt. Die haben sehr geweint in der großen Trübsal. Die brauchen es nicht mehr zu tun, weil sie sich dann bekehrt haben. Also auch hier sehen wir die Zeitabfolge, sehen wir die Punkte, die sich jetzt auch auf die große Trübsal und auf die große Menge bezieht. Zunächst einmal, sie kommen aus der großen Trübsal heraus und sie bekehren sich zu Gott in der großen Trübsal, sodass sie nun beschützt werden können vor dem Tag des Herrn. Diese große Menge ist nicht Teil der 144.000, sondern sie sind eine Menge, die neben den 144.000 bestehen wird, zusätzlich. Nun, es heißt hier, es handelt sich um eine große Menge, die niemand zählen konnte. Nun, einige haben da ganz abenteuerliche Ideen entwickelt, was das bedeuten mag. Aber ganz eindeutig wird hier gesagt, der Johannes, der sieht das in einer Vision. Und das waren so viele, die konnte er unmöglich zählen. Und kein Mensch, wenn er diese Vision gesehen hat, konnte die zählen. Das heißt nicht, dass Gott die nicht zählen kann. Es wird sogar von einer unzähligen Menge von Engeln gesprochen. Für Menschenbegriffe, für Menschenaugen, wenn man die alle sehen könnte, das sind zu viele, die kann man nicht zählen. Aber Gott mit Sicherheit weiß, wie viele Engel er erschaffen hat. Also es geht nicht darum, dass Gott die nicht zählen kann. Es geht darum, dass die Menschen in dieser Vision, wenn sie die sehen würden, die nicht zählen könnten. Es sind halt so viele. Wie gesagt, sie kommen aus der großen Trübsal heraus. Die Versiegelung findet nach dem Beginn der großen Trübsal statt. Sie müssen also diese große Trübsal zunächst einmal durchlaufen.
Wodurch kommen alle die zur Bekehrung, die 144.000, die große Menge? Nun, denken wir daran. Die zwei Zeugen, wie ich sagte, werden ihre Arbeit verrichten während dieser Zeit. Aber die Kirche Gottes wird auch bis dahin die Wahrheit verkündigt haben. Wir hatten ja in der letzten Sendung gesehen, dass der Auftrag an die Kirche gegeben ist, das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis allen Völkern zu verkünden. Und dann wird das Ende kommen. Also die Kirche wird nach wie vor diese Aufgabe erfüllt haben. Und die Menschen, die werden zur Zeit, die das vielleicht heute so hören, in den meisten Fällen nicht darauf reagieren, es nicht akzeptieren, es ablehnen. Wie ich ja am Anfang der Predigt sagte, die wollen ja möglicherweise auch gar nicht ihren Lebensstil ändern und wollen das also zunächst einmal ablehnen, vielleicht sogar in aggressiver Weise ablehnen. Sie wollen davon nichts hören, aber es wird gleichwohl verkündigt worden sein, bevor die große Trübsal beginnt. Und die werden sich dann daran erinnern, was sie gehört haben. Und vor allen Dingen, wenn die zwei Zeugen das dann bestätigen werden, und die werden auch die Wunderkraft haben, das durch ihre Taten zu bestätigen, dann werden einige aufwachen. Heute werden die meisten nicht aufwachen, aber das darf keine Entschuldigung für uns sein, heute den Auftrag Gottes, das Evangelium zu verkünden, nicht durchzuführen. Einige werden sich vorher noch bekehren, bevor die große Trübsal beginnt. Viele, wie wir gerade gelesen haben, werden in der großen Trübsal zur Bekehrung kommen. Von daher ist es eine gewaltige Verantwortung für die, die die Wahrheit heute erkannt haben, mitzuwirken an der Verkündigung des wahren Evangeliums. Was natürlich auch die Warnung beinhaltet, was geschehen wird, wenn man Gott ungehorsam ist und bleiben will. Ich möchte noch kurz auf ein weiteres Beispiel eingehen, wo von einer Versiegelung gesprochen wird, um deutlich zu machen, was damit gemeint ist. Denn Gott gebraucht diese Aussage auch in anderen Situationen, in anderen Fällen. Und eine solche Situation findet sich zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 9 und Vers 4, wiederum zurückgehend jetzt auf die 144.000 und diejenigen, die in dieser großen Menge sein werden. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 9 und Vers 4, und es wurde ihnen gesagt, also den Engeln hier, die jetzt begonnen hatten, die Plagen des Zornes Gottes auszuschütten, es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Also hier wird deutlich, wenn der Zorn Gottes ausgeschüttet wird, diese Plagen, er wird sich nicht auf die erstrecken, die das Siegel Gottes auf ihren Stirnen haben. Gott wird sie beschützen vor diesen Plagen. Und kehren wir zu einem Beispiel in Hesekiel Kapitel 9 zurück. Hesekiel Kapitel 9. Und hier geht es um die Heimsuchung Jerusalems, aber auch das ist symbolisch zu sehen. Es geht nicht nur um die Stadt Jerusalem, es geht hier um die Nachfahren des Hauses Israel und Juda. Und das ist eine Prophezeiung noch für die Zukunft. Und da lesen wir in Hesekiel Kapitel 9, angefangen Vers 1, und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach: Gekommen ist die Heimsuchung der Stadt. Ein jeder habe sein Werkzeug zur Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, da kamen sechs Männer auf dem Wege vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt, und jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Und es war unter ihnen einer, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie kamen heran und traten neben den kupfernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause, und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, und sprach zu ihm: Gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Die werden versiegelt, die werden beschützt, die werden nicht von den Engeln, die jetzt durch Jerusalem gehen, vernichtet. Aber was ist das interessante Kriterium, das hier angeführt wird? Die jammern und seufzen über die Gräuel, die geschehen. Die also keinen Anteil haben an diesen Gräueln, sondern die sich darüber jetzt geistlich gesehen empören, dass so etwas überhaupt geschehen kann. Die sind in ihrem Herzen bekümmert,
dass diese Gräuel stattfinden. Und Gott ist darüber erfreut, nicht, dass die Gräuel stattfinden, sondern dass die eine solche Einstellung haben. Und so lesen wir, zu den anderen Männern, Vers 5, aber sprach er, sodass ich es hörte, gehe ihm nach durch die Stadt und schlagt rein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Er schlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Die werden beschützt. Und dann sagt er hier, fangt aber an bei meinem Heiligtum. Denken wir daran, wir hatten das bereits gelesen im Buch der Offenbarung, dass der Tempel Gottes den Heiden übergeben werden wird, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Und so kann es sich hier um das buchstäbliche Heiligtum, den Tempel, handeln. Es kann aber auch um die Kirche Gottes gehen. Denn da sind auch Leute, die vielleicht teilhaben oder meinen Teil zu haben an der wahren Kirche und gleichwohl nicht dazugehören. Jedenfalls nicht das Ziel haben, den Drang haben, danach zu leben, wie sie leben sollten. Fangt an bei meinem Heiligtum, sagt der Herr. Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen, macht den Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, dann geht hinaus. Und sie gingen hinaus und erschlugen die Leute in der Stadt. Und als sie aber die erschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich fiel auf mein Angesicht, schrie und sprach, ach Herr, Herr, willst du den ganzen Rest Israels verderben, dass du deinen Zorn, schauen Sie, es geht um den Zorn Gottes, so ausschüttest über Jerusalem. Und er sprach zu mir, Vers 9, die Missetat des Hauses Israel und Juda. Es geht nicht nur um das Haus Juda, schauen Sie. Die Missetat des Hauses Israel und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen, der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Mit anderen Worten, wir können tun und lassen, was wir wollen. Darum soll mein Auge ohne Mitleid auf sie blicken. Und ich will auch nicht gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Und siehe, der Mann, der das Kleid von Leinwand hatte und das Schreibzeug an seiner Seite, antwortete und sprach, ich habe getan, wie du mir geboten hast. Schauen Sie, es geht um die Vernichtung von vielen, vielen Menschen, die sich nicht zu Gott bekehren wollen, die sich gar nicht darum kümmern, die gar nicht daran interessiert sind, was Gott von ihnen denkt, was Gott von ihnen erwartet. Aber es werden Menschen beschützt werden, die werden versiegelt werden. Die werden das Siegel Gottes auf ihrer Stirn haben. Die werden den Namen des Vaters auf ihrer Stirn haben. Die werden nicht an diesen Plagen teilnehmen müssen. Eine sehr wichtige Ermahnung, meine Damen und Herren, und ich komme allmählich zum Abschluss dieser heutigen Predigt. Eine sehr wichtige Ermahnung. Im Hinblick auf alles das, was wir jetzt gelesen haben, findet sich im 1. Korintherbrief im 11. Kapitel. Schlagen wir bitte 1. Korinther Kapitel 11 auf. Und es geht hier um eine falsche Einstellung, auch im Hinblick auf das Passa, im Hinblick auf die Festtage Gottes, im Hinblick auf Ziel und Zweck der Kirche, im Hinblick auf Ziel und Zweck unseres eigenen Lebens, vor allen Dingen, wenn wir zum Christentum, zum wahren Christentum berufen werden. Und so sagt er hier in Vers 30, weil man das alles nicht so ernst nimmt, weil man meint, das alles sei ein Spiel und man könne heute das Spiel spielen und morgen bräuchte man es nicht mehr. Vers 30, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch. Er spricht hier die Kirche in Korinth an. Und nicht wenige sind entschlafen. Nicht wenige sind gestorben, weil sie den wahren Zweck und Sinn ihrer Berufung verkannt haben. Und einige waren krank. Vers 31. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Schauen Sie, wenn wir selber uns darüber klar werden würden, wie wir leben, was wir tun und dann eine positive Änderung in unserem Leben erzeugen würden, dann würde Gott uns nicht richten müssen. Dann würde Gott keine schweren Prüfungen über uns kommen lassen müssen. Wenn wir aber, Vers 32, vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Die Züchtigung Gottes soll ja dazu dienen, dass wir uns bessern. Diejenigen, die die große Trübsal durchlaufen müssen,
aber dann herauskommen können aus ihr, mussten es deshalb tun, weil sie vor der großen Trübsal eben noch nicht den Willen hatten, sich selbst zu richten. Aber Gott wird es dann in der großen Trübsal dieser Züchtigung bewerkstelligen. Schauen Sie, wenn wir vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Damit ist gemeint, damit wir nicht verurteilt werden, damit wir nicht zunächst einmal in physischer Hinsicht diese Leiden durchlaufen müssen, die über die ganze Welt kommen wird. Und wenn man natürlich sich dann nach wie vor weigert zu bereuen, dann wird es sogar zur ewigen Verdammnis kommen. Also Gott züchtigt uns heute bereits, weil wir uns nicht selbst genügend richten. Und er wird es noch in größerem Maße tun, wenn wir uns nach wie vor weigern, uns zu richten. Aber schauen Sie, Gott kennt uns ja. Gott kennt alles über uns. Wenn Gott Sie heute beruft, dann weiß er alles über Sie. Dann kennt er Sie vielleicht sehr viel besser, als Sie sich selber kennen. Er weiß, wo Ihre Schwächen sind, er weiß, wo Ihre Stärken sind. Und schauen Sie, in 1. Timotheus zum Abschluss, oder vielmehr im 2. Timotheusbrief, wird es auch deutlich gesagt. Und auch hier wiederum im Hinblick auf die Tatsache, dass die große Menge, die hier erwähnt wird, die niemand zählen kann, dass das lediglich eine Anspielung ist auf eine menschliche Betrachtungsweise, denn Gott kennt uns alle. Er kennt, wen er versiegelt hat, und er weiß, wen er versiegeln wird. 2. Timotheus, Kapitel 2. Fangen wir mit Vers 16 an, um wiederum den Zusammenhang zu sehen, die Warnung, die Paulus hier zum Ausdruck bringt. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz. Ich hatte eben über Streit gesprochen, über Krieg, über Zwist. Das kann man hier mit einflechten lassen. Halt dich davon fern. Beteilige dich nicht daran. Halt dich fern von ungeistlichem und losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Ich meine, muss man da noch mehr zu sagen? Paulus macht das klar. Halt dich fern von diesen Zwistigkeiten, diesen Streitigkeiten, denn es wird zu ungöttlichem Wesen führen. Es wird zu Haltungen führen, zu Reaktionen führen, die nicht gerecht sind in Gottes Augen. Sie mögen in ihren Augen gerechtfertigt sein, aber sie sind nicht gerechtfertigt in Gottes Augen. Halt dich fern davon, sagt Paulus hier. Ihr Wort, und jetzt geht es auch um falsche Lehren, ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Man soll sich also auch vor Verführungen Acht nehmen. Unter ihnen sind Hymenius und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Es gab tatsächlich damals bereits Leute im Zeitpunkt des Paulus, die bereits lehrten, die Auferstehung sei bereits geschehen. Ja, wie war das zu verstehen? Vielleicht haben sie gesagt, die sind bereits schon im Himmel, was weiß ich. Vielleicht sagten die, Christus ist heimlich zurückgekehrt. Vielleicht sagten die, einige sind heimlich entrückt worden. Ich weiß nicht, was die da gelehrt haben. Es war eine Irrlehre. Weil Paulus deutlich gesagt hat, die Auferstehung wird geschehen im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, zu Ende der Zeiten. Aber die lehrten hier, die Auferstehung sei schon geschehen. Und ob sie das jetzt für möglich halten oder nicht. Und sie bringen dadurch einige vom Glauben ab. Da waren Leute, die haben das akzeptiert. Wie auch heute viele die falschen Lehren des sogenannten orthodoxen Christentums akzeptieren und aggressiv reagieren, wenn ihnen die Wahrheit gesagt wird. Aber Vers 19. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Schauen Sie, Gott weiß, wen er versiegelt hat. Gott weiß, wen er versiegeln wird. Die 144.000, die noch versiegelt werden, die unzählbare Menge aus allen Nationen, die sind nicht unzählbar für Gott. Gott weiß, wen er versiegelt hat und er wird auch die kennen, die er versiegeln wird. Gott kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit wird definiert als das Halten der Gebote Gottes. Ungerechtigkeit wird definiert als Sünde und Sünde ist die Übertretung der Gebote Gottes. Und so sagt er hier, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Wer von sich behauptet, ein Christ zu sein, wer von sich behauptet, Christus zu folgen, der beweise es. Dadurch, wie er lebt, was er denkt, was er sagt, wie er spricht, wie er handelt.
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.